Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir zusammen eine richtig tolle und weihnachtliche Bratapfelmarmelade. Das Rezept habe ich von meinem Schwesterherz. Es schmeckt wirklich super lecker. Die hat es auch schon wirklich sehr oft zubereitet und ich habe es auch schon ganz oft gegessen, aber noch nie selber gemacht. Deswegen wird es dieses Jahr Zeit, dass ich mein Schwesterherz verwöhne und die Marmelade mache und die dann zu Weihnachten verschenke. Und die schmeckt wirklich, also mit Abstand ist das die leckerste Marmelade, finde ich, zur Weihnachtssaison. Ich verrate euch mal ganz schnell die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Für unsere leckere Bratapfelmarmelade benötigen wir einmal 50 Gramm Rosinen. Die habe ich hier schon mal mit insgesamt 3 Esslöffeln Apfelsaft eingelegt. Man kann aber auch schon Rum oder mit Rum einlegen und kann auch Rumrosinen kaufen, wenn der Aufwand zu groß ist. Das am besten schon mal am Vorabend, damit das über Nacht ziehen kann. Dann benötigen wir in etwa einen Esslöffel Vanille, eine Zimtstange. Dann haben wir hier 25 Gramm gehobelte Mandeln. Die habe ich jetzt schon mal in der Pfanne ohne Fett angeröstet. Ganz wichtig beim Anrösten ist einfach nur, dass man nicht zu heiß anröstet und es auch danach direkt aus der Pfanne holt, damit es nicht verbrennt. Außerdem benötigen wir 250 Milliliter Apfelsaft. Dann haben wir hier insgesamt 675 Gramm Äpfel, die schon mal wirklich ganz schön fein gestiftet. Und die Arbeit ist wirklich sehr wichtig und lohnt sich, denn genau das macht die Apfelmarmelade aus, die Konsistenz. Und hier habe ich bereits eine halbe Zitrone reingepresst und das schon mal schön umgerührt, damit der Apfel nicht ganz braun wird. Außerdem habe ich jetzt mich für das Gelfix Extra 2:1, also 2 zu 1 entschieden. Das bedeutet insgesamt quasi 1000 Gramm Früchte und 500 Gramm Zucker. Also 500 Gramm Zucker und einen Beutel benötigen wir. Ihr seht jetzt anhand der Zutaten, ich habe schon ziemlich viel vorbereitet. Also die Äpfel habe ich schon mal schön fein gestiftet. Das könnt ihr auch schon mal, bevor ihr loslegt, einfach schon mal direkt mit dem Programm starten. Genauso wie die Mandelblättchen. Und was ich jetzt auch schon vor dem Videostart gemacht habe, ist meine Marmeladengläschen, die schon mal schön abzukochen in Wasser. Da benutze ich auch immer gefiltertes Wasser, weil wir hier so einen hohen Kalkgehalt im Wasser haben. Empfehle ich euch das auch, wenn ihr das habt, eher gefiltertes Wasser zu benutzen und das dann zu kochen, damit die Gläser auch nicht kalkig beschlagen dann durch das Kochen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal an der Seite vorbereitet und dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal los mit der Marmelade. Das Rezept ist wirklich super easy. Wir nehmen uns jetzt einen schönen großen Topf. Da geben wir jetzt alle Zutaten hinein, vermischen das Ganze richtig schön, lassen das Ganze richtig gut sprudelnd aufkochen und lassen das Ganze für 3 bis 5 Minuten gut köcheln, damit das alles schön eindickt. Und bevor wir jetzt die Marmelade in die Gläschen füllen, tun wir jetzt noch, falls ihr eine also die Zimtstange holen wir raus und falls ihr eine Vanilleschote verwendet habt, holen wir die jetzt auch noch aus der Masse raus. Und bevor wir jetzt die Marmelade in die Gläschen füllen, empfehle ich euch immer hier so einen Trichter zu verwenden, damit man hier einfach nicht alles voll suddelt. Einen, der einfach hier oben in die Öffnung reinpasst. Dann nehme ich mir so einen kleinen Suppenlöffel und dann portionieren wir die Gläschen direkt ein, geben danach direkt das Gummi drauf, den Deckel drauf, verschließen das Ganze. Und bei den Weggläschen mit diesen Gummiringen ist es ganz wichtig, dass man da das Glas nicht stürzt, da ansonsten einfach die Marmelade hier an dem Gummi dran haften kann und das dann Stellen sind, wo die Marmelade dann irgendwann schimmeln kann. Also bei denen nicht, außer ihr habt Schraubgläser. Wenn ihr Schraubgläser verwendet, dann einfach zuschrauben, die Gläschen umdrehen, 5 Minuten stehen lassen, so ziehen sie ein Vakuum und dann könnt ihr sie wieder umdrehen. Aber hier, wie gesagt, bei den Weggläschen macht man das nicht.
Und wer das Ganze zum Verschenken noch ein bisschen weihnachtlicher haben will, könnte einfach goldenen Glitzer mit hinzugeben, schon beim Einköcheln. Oder auch so kleine Dekosterne, die sich nicht auflösen. Da sieht das Ganze noch natürlich noch mal ein bisschen schöner und appetitlicher im Gläschen aus. Und ich habe noch einen Tipp für euch, denn nach dem ganzen Apfelschälen sind natürlich jetzt hier die ganzen Schalen hier übrig geblieben. Ihr seht, das ist auch eine Menge. Die werde ich jetzt gleich mit Wasser im Topf erhitzen. Gebt dann die Zimtstange von vorhin rein. Also so haben wir quasi eine perfekte Resteverwertung. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Sternanis dazugeben, das Ganze schön aufköcheln lassen und dann einfach hier in meiner Teekanne umschütten. Natürlich mit einem Sieb, damit man hier die ganzen Stückchen nicht mit dabei hat. Und das ist wirklich ein super leckerer Apfeltee. Und ein, eher gesagt, weihnachtlicher Apfeltee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch ein bisschen mehr Anregungen für Weihnachtsrezepte braucht, könnt ihr gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Da gibt es natürlich schon von den letzten 2 Jahren einige Rezepte. Und auch sehr, sehr leckere Rezepte. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Adventssonntag. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.